was wären wir bei der Voice of Switzerland ohne unser Mikrofon? Und wie man gesehen hat, da braucht es definitiv mehr als eins. Ganze 13 an der Zahl liegen auf dem Tisch. Und warum das so ist, das fragen wir unseren Tonmensch, den Roger. Roger, warum haben wir da so unzählige Exemplare bei dir parat liegen? Das ist, weil wir so viele Live-Performances haben, die wirklich live gesungen werden, zu unserem Glück. Braucht halt jeder sein eigenes Mic, dass man das richtig über den Sender bringt. Also ist eine logistische Angelegenheit sozusagen? Extrem. Wie ist das, wenn man jetzt zwei, drei, vier miteinander vertauschen würde? Wäre das ein Problem oder kommt das überhaupt nicht darauf an? Es wäre eigentlich schon ein Problem. In der Regel müssen wir es natürlich kontrollieren, aber in einer hektischen Situation könnte es natürlich sein, dass dann, wenn man das Falsche hat, es im falschen Ort landet. Und was passiert dann? Dann gibt es einen sogenannten Goldfisch-Effekt. Man sieht jemanden reden, aber man hört nichts. Und dass das nicht passiert, musst du jetzt glaub, gerade weiter, gell? Du musst ja, wieder arbeiten. Genau. Also, Roger, wir wollen natürlich nicht schuld sein, wenn etwas schief läuft. Viel Spass weiterhin, danke. Ja, wäre nicht gut, wenn wir da etwas vertauschen würden.